Ich habe schon mal angedeutet, auch nach dem Anfassen mit dem Anfassgerät müssen noch ein paar Feinschliffe gemacht werden. Ist eine ganz normale Geschichte. Metallisch rein heißt das Zauberwort. Wir schweißen hier mit dem Wigschweißverfahren. Ihr seht hier da die 500er Leitung, KMR-Rohr. Bei der Schweißnahtvorbereitung, Rudi macht da mal ein paar Feinschliffe noch, nachdem das Anfassgerät eingesetzt war. Und ihr seht jetzt mal praktisch im Duhu-Team, rechts Matthäus, links Rudi, wie die beiden eben zwei komplette Schweißnähte vorbereiten. Das wären dann zwei 500er Nähte im Nachhinein schön zu sehen, wie es denn sehr professionell umgesetzt wird. Für uns natürlich ganz wichtig, die Schweißnahtvorbereitung als Wigschweißer. Das ist natürlich das A und O. Logisch, das wisst ihr natürlich. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich auch darauf achtet. Schweißnahtvorbereitung, metallisch rein. Die beiden Sachen sind wichtig beim Schutzgarschweißen. So mal schön zu beobachten, wie sie es beide machen. Also da ein bisschen Erfahrung gehört da schon zu, um das auch sauber und gleichmäßig hinzukriegen. Für uns sehr von Vorteil, wenn alles gut sitzt. Das gehört auch zum Job des Vorrichters dazu. Die Schleifarbeiten, Schweißnahtvorbereitung gehört dazu. Wenn Segmentschnitte anliegen in der Fernwärme, dann muss natürlich auch viel mit der Hand geschliffen werden. Das ist dann so eine Sache mit dem Anfassgerät. Und es gehört natürlich auch viel Erfahrung dazu, saubere Schweißnahtvorbereitung und Schliffe herzustellen. Schön, wie die beiden das umsetzen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euer Interesse an diesem Video. Herzlichen Dank für das Teilen der Videos hier auf dem Rohrschweißer YouTube-Kanal. Daumen hoch, wenn es euch gefällt, und ihr findet weitere Infos unter dem Video und bei den eingeblendeten Links.